Also dieses kleine bisschen Holz dort, was man hier sieht, verdeckt dahinter den ganzen Acker. Das heißt, wenn die Sonne von hier oben kommt, dann hat hier alles bis hierhin war Schatten. Deswegen ist der Plan, das Ganze nach hier hinten zu räumen. Hier befindet sich jetzt die feinste Gülle und die werde ich mitnehmen. Vielen Dank. Von Zeit zu Zeit finde ich bei eBay Kleinanzeigen Randsteine zu verschenken und diese Randsteine verwende ich dann, um die Wege zwischen meinen Beeten aufzuwerten. Randsteine bieten sich insoweit an, dass sie eine hohe Stabilität aufweisen und beständig sind. Hier sieht man, wie ich den Boden erst einmal etwas plattiere, damit die Randsteine anschließend ebenerdig liegen. Nachdem das Holz weg war, habe ich mich spontan dazu entschieden, das Beet noch um ein paar Meter zu erweitern. Doch dafür musste ich zunächst erstmal die Randsteine entfernen. Ja, und wie man hier sehr schön sehen kann, habe ich den Mist etwa 10 cm dick auf die Beete aufgetragen. Und wenn ich die Beete dann im April umgrabe, wird der Mist automatisch in den Boden eingearbeitet. Er liefert so eine Nährstoffgrundlage für die folgenden Kulturen. Wenn man ein neues Beet anlegen oder ein altes erweitern will, muss man normal zunächst die Erde von der Grasnarbe befreien. Das war hier allerdings nicht mehr nötig, da unter dem Holz sowieso kein Gras gewachsen ist. Im nächsten Schritt muss man dann die verdichtete Erde Spatenstich für Spatenstich abtrennen und wenden. Zuletzt muss man dann noch die größeren Brocken zerkleinern und gegebenenfalls Steine, Unkräuter oder Wurzeln aus dem Boden rausholen. Pflegen und schützen Sie Ihren eigenen Garten. Es geht dabei um das Überleben der menschlichen Zivilisation.